Antenne Vorarlberg. Aktuell. Ich bin Christian Marold. Guten Tag. Vor zwei Tagen hieß es seitens der ASFINAG grünes Licht, alles im Soll beim Bau der zweiten Pfändertunnelröhre. Gestern am späten Abend dann die Meldung, vorläufiger Baustopp. Gründe waren nicht gleich bekannt. Jetzt aber die Sensationsmeldung. Beim Bohren einer der Fluchttunnel wurde ein archäologisches Artefakt gefunden. Gernot Jenny von der Baufirma vor Ort, Sie haben die Artefakte entdeckt. Was lief da genau ab? Ja, ist echt spannend gewesen. Wir haben gerade eine von den letzten Bohrungen durchgeführt. Und dann haben wir nachher das Material angeschaut und da sind zwar spitze Gegenstände drin gewesen. Da ist einer mir gedacht, das sind halt so Schieferplatten, wie in der Gegend normal sind. Aber dann habe ich gesehen, das muss ein Mensch gemacht haben, das Zeug. Ja, Sie sind aber jetzt kein Archäologe. Wie kommen Sie drauf, dass das von Menschenhand gestaltet wurde? Ja, das hat einfach so ausgeschaut wie so Pinspitze. Also das hat man irgendwie, muss man das geschliffen haben, ist schon wirklich vierter Stuhl. Ja. Welche Schritte haben Sie nach dem Fund dann eingeleitet? Ja, eigentlich nichts Besonderes. Sie haben dann gleich der Bauleiter angefunkt und der hat dann sofort die schweren Geräte abgezogen, damit es keinen Schaden gibt, falls man da sonst noch etwas findet. Also Sie sind der Meinung, dass es da noch mehr zu finden gibt? Ja, da sind wir jetzt aber gerade am Schauen mit dem Archäologischen Institut aus Innsbruck. Okay. Sind Sie denn stolz, Sie selber als Finder dieser Artefakte? Ja, klar. Ist schon lässig, wenn man so etwas findet. Dankeschön, Gernot Jenny von der Baufirma vor Ort der zweiten Pfändertunnelröhre, und Antenne Vorarlberg hält Sie natürlich top aktuell auf dem Laufenden über die archäologischen Funde bei einem Fluchttunnel vom Bau der zweiten Pfändertunnelröhre.